Ja. Hallo. Zweiter Versuch meines Videos. Das gleiche Video habe ich schon mal gepostet oder sehr ähnlich, aber der Ton hat mir überhaupt nicht gefallen und da waren noch so ein paar Verhaspler da drin. Ich probiere das mal neu. Mal gucken, ob ich es jetzt besser hinkriege. Also zu mir. Ich bin Thomas und ich und meine Frau begeisternde Wackenfahrer. Wir fahren jedes Jahr Juli, August die Richtung hoch in den Norden auf das größte Heavy Metal Festival, was es gibt, in Wacken in Schleswig-Holstein. Wir haben einen 35 Jahre alten Klappwohnwagen. Das heißt, beim Fahren wird der zusammengeklappt und wenn man an seinem Zielort ist, klappt man die Seitenwände auf, das Dach geht nach oben, man hat einen vollwertigen Wohnwagen und kann dort schön seine Zeit verleben. Jetzt möchte ich immer mal zu Wacken Winter Nights fahren. Das ist der gleiche Veranstalter, hoch im Norden, im Februar. Ja, Februar. Und da kann man plus 10 Grad haben, strahlender Sonnenschein, so wie jetzt gerade, oder auch minus 10 Grad. Und Kinders, ich bin keine 20 mehr, minus 10 Grad, das läuft bei mir nicht. Jetzt hat mein Mädchen gleich gesagt, juhu, viel Spaß, mach das mal, ich bleib dann in der Zeit zu Hause. Mit meinem alten Wohnwagen kann ich da nicht hinfahren. Problem ist, der ist nicht so ganz dicht, es zieht so ein bisschen rein. Die Heizung funktioniert nur, wenn man auch Feststrom hat oder Landstrom halt eben hat. Ich würde die Hütte also nicht warm kriegen. Wie löst man das? Wir machen mal einen kleinen Sprung. Mein Vater hat sich den Kofferanhänger gekauft. 1,3 Tonnen Anhänger, 2,50 Meter Innenlänge, 1,35 Meter breit, ungefähr 1,50 Meter hoch. Hat den anderthalb, zwei Jahre genutzt und hat dann gesagt, ich brauche nicht mehr. Und dann dachte ich, bevor du den billig irgendwie verkaufst, gib mir den mal. Nach einem Motto. Von hier aus ganz lieben Gruß an Klaus, der immer sagt, haben ist besser als brauchen. Also nimmst du das Ding. Jetzt habe ich mir die Hütte angeguckt. Was machst du denn da draus? Wofür brauchst du den Anhänger? Was kann man damit alles anstellen? Und dann habe ich mir viele, viele YouTube-Videos angeguckt, die super sind, wo man viele Tipps kriegt, Erfahrungen, was man machen kann, was man nicht machen kann, wie man so einen Anhänger umbauen kann als Ein-Mann-Camper. Und dann reifte wieder meine Idee mit dem Wacken Winter Nights. Jetzt hast du die Lösung. Und das ist mein Projekt, was ich euch jetzt vorstellen möchte. Ich bin noch nicht so ganz fertig mit dem Bauen, aber das sind noch Kleinigkeiten. Reisefertig ist er, er wäre auch einsatzbereit. Alles das, was jetzt danach kommt, sind Schönheitsdinger. Da werde ich noch ein bisschen nachwerkeln, aber das hat noch Zeit. Ich möchte euch nicht zeigen oder nicht erklären, wie man etwas baut. Das können andere bei YouTube wesentlich besser als ich. Was ich aber immer wieder festgestellt habe, dass bei vielen Videos ein paar Sachen fehlen, ein paar Gedankengänge fehlen, ohne die schlecht zu machen. Um Gottes Willen, das liegt mir also wirklich fern. Aber beim Basteln sind mir immer so Sachen aufgefallen, darauf musst du achten. Und das möchte ich euch nach und nach im Verlaufe des Videos zeigen, worauf ich geachtet habe, was ich zusätzlich eingebaut habe. So, richtig? Immer Heißgetränk in greifbarer Nähe haben. Fangen wir mal ganz vorne an bei dem Wohnkiste, Minicamper, Mini-Trailer, wie auch immer. Ich habe mir ein neues Stützrad gegönnt. Auch, weil das alte Stützrad hier vorne hing. Ich hätte es also gar nicht mehr hoch und runter kurbeln können. Das Originalstützrad war auch ein bisschen labil. Das eierte immer so rum. Ich habe mir ein Schwerlaststützrad gegönnt. Das hat 500 Kilo, was man darauf packen kann vorne. Super, perfekt. Das hält, man kann also auch den Wagen hin und her manövrieren, auch wenn es ein bisschen ruppeliger ist, der Boden.
Ich habe vorne eine Alukiste drauf. In der Alukiste ist eine Dieselheizung, eine Batterie ist verpackt. Wir haben oben auf dem Dach, zeige ich euch gleich, eine Solarzelle drauf. Dann ein Dachfenster, Seitenfenster. Ich habe einen Küchenschrank drin, ein Bett, Toilette, Tisch. Für einen Mann perfekt, ideal ausgesucht. Die Alukiste habe ich vorne auf der Deichsel fest montiert. Und da muss man sich drüber im Klaren sein, es ist nur eine Alukiste, mehr nicht. Das ist ganz, ganz dünnes Blech ist das. Und wenn man die vorne so auf der Kiste verschraubt, fährt man über einen kleinen Huckel, über eine Bodenwelle, macht es puff. Auto fährt weiter, Anhänger fährt weiter, Kiste liegt irgendwann rum und das ist kontraproduktiv. Also verstärkt. Ich habe unten drunter und von innen jeweils eine, ich glaube, 23 mm Siebdruckplatte geschraubt. Das heißt, das ganze Gewicht, was in der Kiste verbaut ist, mit Batterie, Heizung und, liegt alles auf den Siebdruckplatten drauf. Die Siebdruckplatten mit Bügelschrauben, von unten gekontert mit Ankerplatten, die ordentlich verschraubt mit selbstsichernden Muttern. Das ist so bombenfest. Also selbst wenn man mal einen richtigen Unfall baute, sollte irgendwo eine Deichsel mit einer Kiste rumstehen. Das wäre dann meins. Die Alukiste. Eine Riesenkiste, dachte ich. Ich habe mir die Kiste angeguckt und dachte, wow, da kriegst du alles rein. Deine Dieselheizung, dann kriegst du Tanks da rein und die Batterie, die du hast, so eine 74 Ampere Batterie. Dann hast du noch unendlich Platz für Unterlegkeile, für Abschleppseil, für Überbrückungskabel. Nein, glaub's mir. Wenn man anfängt zu bauen, irgendwann ist die Kiste voll. Und man weiß gar nicht mehr, wie man alles reinkriegt. Die Dinger werden immer kleiner oder vielmehr immer enger drin. Es passt keine Unterlegkeile mehr rein, kein Abschleppseil oder sonstiges. Naja. Ihr seht viele, viele Anschlüsse. Die erkläre ich euch gleich. Ich zeige euch mal, was in der Kiste so alles drin ist. So sieht die ganze Kiste aus. Geöffnet, allerdings reisefertiger Zustand. Heißes Getränk auf die Heizung und einen kleinen Behelfsauspuff habe ich dabei. Eine Verschlussklappe, da sind im Auto gleich auch noch welche. Die braucht man gegebenenfalls. Ich habe hier eine 5 Kilowatt Dieselheizung verbaut. Im Internet sehr gute Rezension darüber gelesen. Verbrauchen wenig. Halten ewig lang, also auch Dauertests oder sowas machen den eigentlich gar nichts aus. Die Heizung gibt es als Komplettpaket mit allem drum und dran, mit Schaltpanel, mit Tank, mit Zuleitung und. Kann ich wirklich empfehlen. Ich habe die mehrfach probiert, mehrfach laufen lassen. Läuft, klappt. Allerdings ist der Tank, den es original dazu gab, so ein 10 Liter Tank gewesen. Und selbst in dieser Kiste passt er nicht mehr rein, denn der würde über den Deckel drüber gucken. Ich müsste also hier ein Loch reinbohren und das wollte ich nicht. Dann habe ich mich dazu entschlossen, zwei 5 Liter Reservekanister zu nehmen. Komme also auch auf meine 10 Liter, die während der Fahrt natürlich verschlossen sind. Und wenn ich dann die Heizung brauche, öffne ich den. Dann kommt ein, wer hat ihn? Dieselschlauch da rein, er hat gerade ein bisschen getropft, das soll natürlich nicht sein. Ein Dieselschlauch da rein und somit wäre die dann einsatzbereit. Ich habe hier mein Schaltpanel. Guckt bitte nicht auf die Verkabelung. Das ist nicht ordentlich, das ist auch nicht sauber, das gefällt mir selber nicht. Das wird alles nochmal an einem schönen sonnigen Tag, so wie heute, irgendwann mal neu gemacht. Das ist nichts Tolles. Das kommt daher, wenn man erst anfängt zu bauen und sich dann überlegt, was will man eigentlich? Naja. Ich habe mehrere Hauptschalter hier. Einmal einen,
wo ich ein externes Ladegerät habe. Ich habe oben auf dem Dach, wie gesagt, Solarpanel drauf. Allerdings, vielleicht muss ich mal nachladen, die Sonne scheint nicht oder sonst irgendwas. Ich habe es übrig gehabt, also baust du es ein. Und damit kann ich das Ladegerät einzeln anmachen, ausmachen und zusätzlich Strom reinladen. Vielleicht habe ich ja Glück, dass ein Nachbar mir Strom gibt, mich an sein Notstromaggregat dranhängen lässt oder sonst was. Ein Hauptschalter nur für die Heizung, das heißt, ich kann die Heizung alleine an- und ausmachen. Ein Hauptschalter, der nur für den Wohnbereich ist. Das heißt, damit unterbreche ich den kompletten Strom, der in Kiste rein oder rausgeht. Solarpanel kommt ja auch hier rein. Einen Hauptschalter für, ganz wichtig, eine 12-Volt-Dose. Kein Mensch wird sie brauchen hier. Ich habe sie übrig gehabt. Also verbaust sie und gut ist. Hier unten drunter ist eine 74 Ampere Batterie drin. Jetzt werden eine hellhörig. Warum 74 Ampere? Kann ich euch erklären. Ich habe sie über gehabt. Eine freundliche Spende von meinem Vater. Er hat sie über gehabt. Ich habe sie bekommen. Deswegen 74 Ampere. Ich habe ein zweites Panel hier. Ihr seht gerade, es ist nicht angeschlossen. Es ist lose. Die gibt es relativ günstig als Ersatzteil zu kaufen. Ein Panel ist drin. Und ich habe so gedacht, vielleicht hast du ja Glück und wenn du das beides anschließt, dass die beiden immer das gleiche anzeigen. Ich also draußen oder drin gucken kann, was läuft gerade. Geht aber nicht. Ich muss also entweder das eine oder das andere anschalten. Der ist momentan lose. Das heißt, der im Koffer ist der aktive gerade und über den läuft alles. Das eine Seitenteil der Kiste. Ich habe mich sehr schwer getan, was die Verbindung von der Kiste in den Wohnwagen angeht. Sei es Strom, sei es Luft und wie machst du das? Hier seht ihr Kupplungsstücke, die von der Feuerwehr sind, also Feuerwehrschlauchkupplungsstücke oder Storzkupplung nennt man die. Einer, der die heiße Luft in den Wohnwagen reingibt. Das sind gar nicht wahr, B-Kupplungsstücke hier vorne, also 85 mm breit. Dann habe ich lange nach so einem Schlauch gesucht, was ich dann nehme. Ich hatte zuerst einen Schlauch, so einen Alu-Schlauch, flexiblen Alu-Schlauch, super gut funktioniert. Problem ist, das Alu war so dünn gewesen. Wenn man Steinschlag rein hat oder Steinschlag hat, haut es ein gleich ein Loch rein und das ist dann auch wieder blöd. Also gesucht, geguckt, gefunden und diesen schwarzen Schlauch gefunden. Das sind Abgasschläuche aus der Kfz-Werkstätten. Das heißt, damit werden, wenn die Autos herumbasteln, die Abgase von den Autos rausgeleitet. Die sind also hitzebeständig, flexibel, super Sache, läuft. Hier unten zwei Kupplungsstücke, die momentan zu sind mit Verschlusskappen. Der eine, der hintere, das ist die Frischluftzufuhr für den Verbrenner der Dieselheizung. Der andere, das ist der Auspuff von dem Verbrenner von der Dieselheizung. Und da hatten wir eben schon, irgendwo habe ich ihn hingelegt, da habe ich ihn hingelegt. Den Behelfsauspuff, den habe ich einfach zurechtgefrickelt, Heißgetränk wegstellen. Einfach damit die heißen Auspuffgase so ein bisschen vom Wohnwagen weggeleitet werden. Dann habe ich zwei Kabel, die in den Wohnwagen reingehen. Einmal ein zweiadriges Kabel, einmal ein dreiadriges Kabel. Das zweiadrige Kabel ist für die Stromversorgung und das dreiadrige Kabel ist der Zugang für das Schaltpanel für die Dieselheizung, was ich euch nachher noch drin zeige.
Die Kabel sind mit Steckverbindung aus dem Bootszubehör festgemacht. Das heißt, die kann man abschrauben. Dann gibt es da auch Verschlusskappen für, wo man die dann wieder zumachen kann. Das heißt, wenn man die ganze Kiste mal abmontieren möchte, ist das in, naja, 5 Minuten jetzt nicht, aber in 10 Minuten erledigt. Das heißt, sie ist relativ schnell abnehmbar. Ihr werdet gerade denken, das ist aber schwer, was er da gebaut hat. Ja, da habt ihr recht. Da bin ich bei euch. Anhänger selber oder vielmehr die Deichsel vom Anhänger hat eine Stützlast von 100 Kilo. Mein Auto verträgt 150 Kilo. Ich muss mir also wenig Sorgen um die Stützlast machen. Allerdings habe ich hinten noch einen großen Küchenschrank, der also hinter der Deichsel sitzt, der das Gewicht hier vorne auch so ein bisschen minimiert, damit ich dann nicht komplett ausgelastet bin. Habt im Kopf, Stützlast müsst ihr haben, sonst eiert euch die Kiste da hinten rum. So, dieselbe Kiste, andere Seite. Auf der anderen Seite haben wir den schwarzen Schlauch, was die Zuleitung zum Wohnwagen ist. Das heißt, da geht die heiße Luft rein und die muss natürlich auch irgendwo die kalte Luft angesaugt werden. Ursprünglich habe ich es so gemacht, dass ich von draußen die kalte Luft gezogen habe, das heißt, diese Verbindung gab es nicht. Wobei dann ein Mensch, der etwas kommentiert hat, gesagt hat, nimm doch lieber die Luft von drinnen, dann hast du nicht so viel zu erwärmen, du hast eine Umlaufheizung drin, die Hütte wird schneller warm. Und dann dachte ich mir, ja, das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee mit 2, 3 Stichsägen im Wohnwagen. Ist das Ding umbaubar. Habe also die Zuleitung gebaut und ich nehme also die kalte Luft aus dem Wohnwagen raus, erwärme sie und dann kommt sie in den Wohnwagen wieder rein. Aber was ist mit Frischluft? Und das ist das Problem daran. Wenn ich meine Variante nehme, ziehe ich immer wieder Frischluft von draußen an und ich kann nicht ersticken oder sonst irgendetwas. Der Auspuff ist weit genug weg, da passiert nichts, da mache ich mir also gar keine Sorgen drum. Das heißt, die nächste große Anschaffung, was auf der Einkaufsliste schon steht, ist ein CO2-Warner, der auf jeden Fall in die Kiste mit reinkommt. Auch sollte man dann beim Schlafen Fenster so ein kleines Stückchen aufhaben. Ich habe hinten noch eine Zwangsentlüftung drin in der Tür und dann sollte das eigentlich funktionieren. Jetzt habe ich heute Morgen einen Kommentar gelesen, der eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ist. Was macht man denn mit Kondenswasser? Da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken drum gemacht. Das heißt, wenn ich da drin schlafe und dieses System so wie jetzt gerade habe, fliegt mein Kondenswasser nicht raus. Er sagte wieder, abmachen den Schlauch und von die draußen die Frischluft nehmen, erwärmen in den Wagen rein, durch die Zwangsentlüftung die Fenster wieder raus und somit bildet sich da kein Kondenswasser drin. Glaube ich, hat er auch recht damit. Ich werde es ausprobieren, ich weiß es noch nicht. Es ist ja auch, wie gesagt, hier mit Kupplungsstücken gemacht. Wo habe ich es hingelegt? Da ist es. Das heißt, ich kann den zumachen. Während der Fahrt wird das natürlich eingehängt, dass ich, wenn der runterfallen sollte, dass der nicht auf der Straße landet und irgendwelchen Tunnelkrams macht, hier oben zukneifen natürlich, dann gibt es auch keinen Mecker und keine Probleme damit. Das sind solche Storzkupplungen, wie ich euch am Anfang gezeigt habe. Hier ist ein Windstück, der ist zu. Aufgrund der großen Menge, die ich brauchte, kaufst du das günstigste, was du findest. Ja, das günstigste heißt, die waren alle gar nicht so richtig sauber verarbeitet, wie ich das wollte. Das heißt, diese Zapfen hier haben alle nicht ineinander gepasst. Ich musste also jeden Zapfen ordentlich nachfeilen, damit man die dann auch zusammen verschrauben kann. Immer so ein kleines bisschen Fett auf die auf den Dichtungsring drauf und dann läuft das auch. Dann kann man die auch ordentlich zu und ordentlich aufmachen. Läuft. Hoch oben auf dem Dach. Heißgetränk, greifbare Nähe. Als ich das erste Video gedreht habe, habe ich gesagt, ich sollte mein Dach beim nächsten Mal ordentlich vorher sauber machen.
hat nicht so richtig funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Naja, gewisses Lernpotenzial ist noch dabei. So, zeige ich es euch gleich mal. Ich habe hier eine 100 Watt Solaranlage drauf, mein Heißgetränk und dahinter ein Dachfenster. Wollte ich unbedingt haben, ganz toll. Bei dem Panel habt ihr gerade gesehen, dass das Panel quer zur Fahrtrichtung ist, also nicht längs, so wie es in den Beschreibungen immer drin steht, sondern quer zur Fahrtrichtung. Die Beschreibung, die Aufbauanleitung ist immer so gemacht, längs zur Fahrtrichtung, vorne und hinten die Halterung dran. Das heißt, wenn ihr starken Wind habt oder Fahrtwind oder sonst irgendwas, Wind geht oben drüber, hinten drunter, funktioniert, hält und läuft. Das geht bei mir allerdings nicht, einfach weil meine Dachfläche zu klein ist. Wenn ich mein Panel längs baue, ist mein Dachfenster ganz hinten beim Küchenschrank und das wollte ich nicht haben, also baust du das quer an. Jetzt ist das Problem, wenn ich das quer baue und die beiden Halterungen anmache, greift der Fahrtwind unter das Panel, denke ich. Ich wollte es nicht ausprobieren, aber so habe ich mir das gedacht, so dass vielleicht das Panel anfängt zu vibrieren, bricht, abfliegt, seine eigenen Wege sucht oder sonst irgendwas. Und somit habe ich mir zwei zusätzliche Halterungen gekauft. Das sind die baugleichen, die es auf der Rückseite gibt. Habe also insgesamt vier Halterungen dran und das sollte halten. Jetzt gibt es ein Problem. Solche Panels werden während des Betriebs warm oder heiß, so steht es überall drin. Und deswegen sind da immer nur zwei Halterungen dran und deswegen liegen die niemals komplett auf dem Dach drauf, sondern haben immer so einen Abstandshalter dabei. Durch meine zusätzlichen Halterungen habe ich viel Luftzirkulation weggenommen. Ich hoffe, es reicht noch. Ich habe links und rechts noch Luftzirkulation, vorne und hinten durch die kleinen Spalte geht noch Luft rein. Ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß es nicht. Wenn ihr mal einen weißen Camper seht mit einer brennenden Solaranlage oder Solarpanel auf dem Dach, grüßt mich ganz nett, reicht mir einen Eimer Wasser vorbei, holt euch danach ein Heißgetränk ab und dann wird das hoffentlich alles wieder gut werden. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Rückseite vom Anhänger. Verschlossen. Reise fertig, nicht ganz, Stützen sind unten, kein Auto dran, aber so wäre er zu. Bei solchen Türen ist immer ein Problem und zwar kann man die nur von außen öffnen und schließen. Das heißt, wenn man drin ist und irgendeiner macht dünnigen Krams, macht den Riegel wieder zu, man kommt nicht raus. Wie löst du das? Schloss auf. Ich habe hier einen Bügel rangeschraubt, einmal komplett rum, Schloss wieder dran und somit kann man nicht angeschlossen werden. Solange der Bügel komplett auf ist, lässt sich die Tür auch komplett schließen. Es ist also dicht da drin. Drinnen ein Griff, um zu ziehen und vielleicht kann man es hier noch gerade so erkennen. Oben und unten ein Schnapper. Damit kann man dann auch von drinnen die Tür verschließen, so dass man dann abends beim Schlafen seine Ruhe hat. Die zweite große Baustelle bei dem Projekt, bei dem Minicamper, Minitrailer, wie auch immer, ist der Küchenschrank gewesen. Wollte ich haben. Es reicht sicherlich, wenn man auf dem Festival ist, 10 Liter Wasserkanister hat und sich darunter dann die Hände wäscht. Ich wollte Fliesenwasser haben. Ich habe mir auch überlegt, sowas hinzustellen, wenn du das wegräumen willst oder sowas. Ich wollte einen Küchenschrank haben. Da ist er. Viele, viele Ideen, die ich währenddessen gehabt habe. Als erstes gleich draußen zu sehen, ein Seitentisch. Muss man haben. Den kann ich natürlich nur benutzen, wenn die Tür offen ist. Wenn die Tür zu ist, klappt es nicht.
wie hoch der Tisch sein sollte, war ich mir selber nicht so ganz sicher. Ich habe den ungefähr auf die gleiche Höhe wie die Arbeitsfläche gebaut oder vielmehr wie die Spüle, die ich euch gleich zeige. Was heißt hier draußen als Stehtisch, wenn ich drin bin, kann man da auch was ablegen. Das sollte so funktionieren. Meine Spüle. Ich habe fließend Wasser. Okay, gut, war jetzt gerade nichts drin. Tank ist leer, vielleicht habt ihr die Pumpe gehört. Diese elektrischen Spülen funktionieren immer, indem man einen Schalter anmacht, ausmacht und während der ganzen Zeit läuft das Wasser. Da ist ein 12 Liter Frischwasserkanister drin und ein 12 Liter Abwasserkanister, was für ein verlängertes Wochenende mit Zähneputzen, Händewaschen, Kaffee kochen sicherlich reicht. Wenn man aber den Hahn anmacht, sich die Hände ordentlich wäscht, den Hahn abseift, den Hahn wieder ausmacht, in der Zeit ist der Tank leer. Habe ich mir überlegt, wie löst du das? Bei ganz vielen anderen Foren habe ich gesehen oder Videos habe ich gesehen, die haben Fußpumpen, das heißt, die pumpen dann mit dem Fuß und können sich so ihre Wassermenge dosieren. Super Idee. Klappt bei mir noch nicht, das wird nichts. Also habe ich hier einen zusätzlichen Schalter. Wenn ich den anmache, habe ich, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber er ist da, hier unten einen Fußschalter. Vielleicht hört ihr es. Und über den Fußschalter kann ich dann das Wasser dosieren. Wasser läuft nur, wenn ich dagegen drücke. Und sobald ich mit dem Fuß weggehe, ist das Wasser wieder aus. Als ich den Schrank dreiviertel fertig hatte, ganz stolz, eine riesengroße Freifläche und guckte mir an, oh, was brauchst du denn damit? Was machst du denn damit? Und dann dachte ich, du baust ein Gewürzregal hin. Ein Gewürzregal. Also Kinders, ganz ehrlich, auf dem Festival in Wacken mit Schlamm. Ich meine, habt ihr morgens um 10 mal jemanden gehört, dass er eine kalten Dosenravioli isst und sagt, oh, hat noch jemand Oregano? Vergiss es. Aber alles, was ich transportiere oder was ich mache oder sowas, habe ich immer in solchen praktischen Körbchen. Da sind ja viel Tünnef-Krams drin. Und dann dachte ich, stellst du deine Körbchen da rein. Ein Tipp, messt eure Körbchengröße nach, bevor ihr sowas baut. Nicht ganz so dramatisch, meine Tassen passen da rein. Insofern ist der Platz gut genutzt. So, ihr seht hier viele, viele Stecker, viele, viele Schalter. Ich habe hier einmal eine 12 Volt Steckdose und einmal zweimal USB-Steckdosen. Das heißt, ich kann Telefon, Handy oder sonst was hier drüber laden. Die 12 Volt Dose war dabei. Naja, Kinder, wenn man sie hat, ist gut, wenn man sie nicht braucht, auch gut. Drei Lichtschalter. Drei. Für einen Wohnwagen, der 2,5 Meter lang ist. Naja. Ich habe mir überlegt, wo geht denn die Reise hin? Was machst du und wie benutzt du den? Hast du immer Licht oder hast du kein Licht? Die meisten Schränke, die ich gesehen habe, gehen immer nur bis zu dieser Tischfläche und nicht oben drüber. Warum habe ich den oben drüber gebaut? Ich zeige es euch. Genau deswegen, denn ich habe nach draußen Licht. Das ist eine drehbare Leiste und, ihr könnt sehen, ein Schalter für das Licht nach hier draußen. Den nächsten Schalter, den ich habe, hier unten drunter sitzt einmal Licht, das heißt die Arbeitsfläche wird beleuchtet. Der dritte Schalter, genau die gleiche Lampe wie hier draußen, ist auf der anderen Seite einmal nach drin. Das heißt, ich habe drinnen auch Licht. Dreimal. Naja.
Der Innenraum. Als Bett habe ich mich für die einfachste Variante entschieden, nämlich ein ganz normales Feldbett. Die kriegt man überall relativ günstig. Grundgedanke ist ja dabei, den als Transportanhänger immer noch nutzen zu können. Den Schrank, den ihr eben gerade gesehen habt, der ist mit 4 Schrauben festgemacht. Das heißt, Löcher in den Anhänger unten reingebohrt. Von unten sind Einschlagmuttern dran. Damit das Ganze nicht durchgammelt, habe ich Siebdruckplatten von unten gegengeklebt, damit die Schnittstellen der Siebdruckplatten nicht durchgammeln, mit Holzleim auf den Finger drauf, einmal drumrum. Und dann ist der Schrank mit Flügelschrauben festgedreht. Das hält bombenfest. Ich muss auch schon mal eine Vollbremse machen. Schrankstand. Super funktioniert. Das klappt. Als Bett, ganz einfaches Feldbett, denn 5 Minuten ist der Schrank draußen, 2 Minuten das Feldbett draußen, alles andere Gewurschtel, was hier drin fliegt, 1 Minute. Somit ist das in ein paar Minuten wieder ein vollwertiger Anhänger, den man auch als Lastenanhänger benutzen kann. Jetzt seht ihr hier ein Seitenfenster drin. Ich wollte ein Seitenfenster haben. Da gehen die Meinungen immer so ein bisschen weit auseinander. Braucht man Seitenfenster oder nicht? Überlasse ich jedem mal selber. Ich wollte eins haben. Ganz viele sagen aber, im Nachhinein hätten sie das nicht gemacht, damit sie auch inkognito irgendwo stehen können. So wird man sofort als Wohnmobil oder Wohnwagen erkannt, enttarnt und vielleicht gibt es da Mecker oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ich stehe eh nicht wild. Insofern ist es mir egal. Gut, bei mir sieht man ja auch das Dachfenster, dass die Solarpaneele. Ich kann mich nicht verstecken, dass das hier ein Minicamper ist. Gesucht, gefunden bei einem Auktionshaus. Das war ein gebrauchtes Fenster gewesen. Super Glück gehabt. Es lässt sich aufstellen. Ich habe ein Fliegengitter und, damit ich nachts gut schlafen kann, ein Verdunklungsrollo. Was macht man unterm Fenster? Man baut einen Tisch rein, damit, wenn man hier schläft, auch sein Heißgetränk hinstellen kann, seinen Wecker hinstellen kann, Kleinigkeiten. Und so sieht das dann aus. Ja, wenn man es richtig macht. Ich habe also echt ein super Fauxpas gemacht. Ich habe mich nämlich vermessen. Zeige ich euch mein Heißgetränk sicher. Denn das Ganze funktioniert nur, wenn ich ein Stück dazwischen habe. Ansonsten ist der Tisch schräg. Ja, der Tisch fliegt wieder raus. Erstens kommt er ein kleines bisschen tiefer, dann wird er ein bisschen breiter, aber dafür ein bisschen schmaler. Und dieses Gefrickel hier, dieses Rumgeeiere kommt alles weg. Da kommen klappbare Winkel dran. Klappbare Winkel heißen die, die es überall günstig zu kaufen gibt. Ja, lassen wir das mal so stehen. Die Stirnseite des Anhängers, also oben die Elektrik oder vielmehr die Verteilung der Elektrik. Ihr seht schon, ein Regal oben drüber gebaut. Damit nicht alles runterfällt, habe ich diese Dinger hier rangebaut. Das sind einfache Griffe von Schränken oder sonst irgendwas, findet man in jedem Baumarkt. Ihr seht meine Körbchen, was man auf jeden Fall braucht, überall dabei. Hier oben, das Ding möchte ich euch erklären. Ich habe einmal wieder ein Hauptschalter, der nur für das Solarpanel ist. Das heißt, ich kann das Solarpanel einzeln an- oder ausschalten oder vielmehr den Strom an- und ausschalten, der in den Umwandler reingeht. Das hängt daran, wenn die Batterie ab ist, also nicht dran ist, oder wenn ich die Batterie extern lade, dann sollte ich hier nicht wild Strom hin und her haben. Also kann ich das Ding an- oder ausmachen. Hier daneben den Laderegler, der in dem Komplettpaket mit dabei war. Wie gesagt, 100 Watt habe ich da drauf.
Fragt nicht, warum 100 Watt. Ich habe das ausgerechnet, sowas, die Richtung, ob das reicht oder nicht. Ich bin damit 3-4 Tage unterwegs. Es wird reichen. Hier neben das jetzt aktive Modul für die Heizung. Das heißt, hierüber kann ich die Heizung steuern. Es gibt zusätzlich dann noch eine Fernbedienung. Wenn ich also hier auf meiner Pritsche liege, brauche ich nicht extra aufstehen. Bing! Kann ich das auch mit einer Fernbedienung an- und ausmachen. Dann hier oben wieder eine 12-Volt-Dose, jetzt mit einem Stecker drin. Und zwar hängt da der Küchenschrank dran. Wenn ich den Küchenschrank also rausnehme, brauche ich nur den 12-Volt-Stecker rausnehmen. Ich habe kein Gefrickel oder Rumgerödel mit den Kabeln oder sowas. Es läuft relativ einfach, ist das Ding demontierbar. Dann habe ich mir überlegt, ganz schön dunkel hier vorne, in einem 2,5 Meter Wohnwagen. Ping! Die vierte Lampe. 4 Lampen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, warum ich 4 Lampen in diesem Wohnwagen nutzen will. Also ein Gedanke war, warum die Lampe hier vorne dran ist. Ich bin ja, schlafe eigentlich alleine hier drin, das heißt mit dem Kopf Richtung Küchenschrank. Hier wären also meine, da wären jetzt meine Füße. Aber Freunde von mir haben gesagt, vielleicht fahren die ja auch mal mit dem Wohnwagen. Ich werde ihn ja nicht das ganze Jahr brauchen. Und die werden natürlich hier nebeneinander schlafen. Das heißt, die werden mit dem Kopf hier hin schlafen und haben dann kein Licht. Ist ja dann dementsprechend am Fußende. Und das war dann der Gedankengang, machst du denen dann noch ein Licht rein und dann haben sie ein kleines Nachtlicht, was sie dann extra an- und ausschalten können. Und das geht. Licht gibt es immer so verschiedene Variationen. Ich habe mich für ganz bewusst für meine Variante entschieden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es gibt tolle andere Alternativen dafür. Solche kleinen Lichter mit Batterien drin, wo man dann drauf drückt und dann hat man Licht. Vorteile bei denen ist, man kann die überall ranmagneten, überall ranheften und da wird es hell, wo man es braucht. Man braucht da nicht so ein Gefrickel machen wie ich. Ja, die laufen nur immer über kleine Batterien und auch wenn alle sagen, die Batterien halten ewig lang, bei mir nicht. Bei mir sind sie alle immer dann, wenn ich es hell haben will, ist es dunkel. Also habe ich mich für meine Variation entschieden. Ich habe den Strom hier drin liegen, also baust du das so, wie du das willst. Machen wir mal weiter hier drin. Kleines bisschen aufbauen in der Wohnkiste. Vorne rechts, da seht ihr das kleine Loch da. Das wäre jetzt der Ansaugstutzen für die Luft aus dem Wohnwagen heraus. Das heißt, die durch die Heizung dann durchgeht und unter dem Bett wieder als Warmluft rauskommt. Damit es hier genau keine Stauwärme gibt, liegt noch ein kleiner Schlauch, der bis kurz hier vorne hingeht. Was jetzt nicht dabei ist, hier kommt noch ein kleines Porta-Potti rein, mit ein bisschen Abstand zu der Heizung natürlich. Und unter dem Bett solche Kisten, die ich da habe. Da kommt dann Kleidung rein und Lebensmittel und Werkzeug und Plan. Und somit ist man dann völlig autark mit dem Wohnwagen. Dachfenster habe ich noch. Da ist es. Komplett verdunkeln. Fliegenschutz. Und auf geht das Ding natürlich auch noch. Wenn man Dachfenster normal kauft, sind die immer relativ teuer. Guckt einfach in einem Internet-Auktionshaus nach. Es gibt ganz viel Wohnmobilfahrer, die Dachfenster ausbauen
und sich dann die Klimaanlage dafür reinbauen. Das ist dann und verkaufen die dann billig. Das ist eine super Alternative dann. Man muss da nicht neue nehmen. Ich habe ein kleines bisschen gesucht, gefunden. Das klappt. Ein Gedankengang, den man da haben muss, genau wie bei dem Seitenfenster. Die Dachfenster sind alle gebaut für 30 mm Wandstärke. Ich habe hier einen Anhänger, aber nur 15 mm Wandstärke. Das heißt, es würde nicht halten. Also einmal drumherum ein Behelfsrahmen gebaut und somit kommt man dann auf so gut 30 mm Wandstärke, ordentlich gebaut, ordentlich, sehr ordentlich verklebt auf jeden Fall und erfüllt seinen Zweck. Ein ganz, ganz lieben Gruß aus dieser Stelle an Claudia und Dirk, die ein Wohnmobil haben, den ich mein Projekt vorgestellt habe, die immer mal wieder Bilder von mir geschickt gekriegt haben und den ich dann auch von dem Festival erzählt habe, von Wacken Winter Nights. Und dann sagten die, boah, das hört sich ja gut an, da würden wir mitkommen, ich soll doch Bescheid sagen, wenn es stattfindet. Und dann sagte mein Mädchen, also meine Frau, oh, wenn Claudia und Dirk mitkommen, dann komme ich auch mit. Ich baue mir einen Minicamper für eine Person, damit ich alleine fahren kann und meine Frau sagt jetzt plötzlich, sie möchte mit. Super. Jetzt kann ich meiner Frau schlecht sagen, nimm dir ein Zelt, setz dich daneben, hab eine gute Nacht, das wird schon. Also musst du eine Alternative daher. Und die will ich euch jetzt zeigen. So sieht das aus zu zweit. Ich habe Glück gehabt, dass ich bei dem besagten Auktionshaus genau das gleiche Feldbett, was ich selber habe, nochmal gefunden habe. Die passen exakt nebeneinander rein. Stimmt nicht ganz. Man muss hier ein kleines Stückchen absägen, dann passt das rein. Kommt noch eine Matratze oben drauf und hat man zu zweit eine schöne Liegefläche. Die Kaltluft, haben wir mehrfach drüber geredet, hinten rechts wird es angesaugt. Die Warmluft auf der linken Seite kommt sie wieder raus. Das heißt, in diesem Fall hätte ich nur eine kurze Zirkulation damit. Ich hätte also extreme Stauwärme unterm Bett. Also kommt da ein Kupplungsstück vorne dran, Verlängerungsschlauch, dass die Warmluft dann später hier vorne rausgedrückt wird und somit dann den kompletten Raum beheizt. Ja, meine Toilette passt nicht mehr rein. Da hinten rechts würde sie stehen. Das kann ich schlecht die Toilette hier vorne hinstellen. Dann hat man gar keinen Platz mehr. Also werden wir das ganze Ding ein kleines bisschen vergrößern müssen. Tada! Ihr seht, ich habe einen Fallpavillon genommen, habe den halb über den Anhänger rübergestellt, habe Seitenplan dran. Problem ist, der Anhänger ist relativ hoch. Ich musste den Pavillon also komplett nach oben fahren und sämtliche Seitenplan, die man kriegt, die sind schlichtweg zu kurz. Am Anfang habt ihr gesehen, habe ich
diese Schürze eingehängt, die mein Mädchen, also meine Frau, an 4 Tagen, 2 Wochenenden komplett genäht hat. Einfach als Verlängerung, damit die Planen nicht in der Luft hängen. Das ist ein altes Dach gewesen von einem Marktschirm. Ich habe die Plane übergehabt, ich brauchte sie nicht mehr. Die war eh nicht mehr so in Ordnung. Insofern kann man sie auch zerschneiden, neu zusammennähen. Und man kommt somit mit den Seitenplan komplett bis nach unten. Ihr seht, dass das Dach relativ spitz ist. Februar. Wie kriegt man es warm? Ganz einfach, man stellt eine Petroleumheizung rein. Gibt es super verschiedene Möglichkeiten. Ich habe eine von AWN, Petroleumheizung. Kein Gas, denn Gas bei Minusgraden verbrennt nicht so richtig, also Petroleum. Problem ist, was macht warme Luft? Warme Luft steigt nach oben. Und wenn man sich die Spitze mal anguckt, bis da warme Luft unten ist, das dauert. Also wird währenddessen wir dann dort sind, noch eine Bauplane eingehängt, 3x3 Meter, die als Zwischendecke, kann man das so sehen? Ja, als Zwischendecke eingezogen wird, so dass die warme Luft nicht komplett nach oben steigt, sondern mal so ein bisschen die Möglichkeit hat, den Innenraum zu wärmen. Man wird keine 20 Grad reinkriegen, das ist mir selber klar. Das sind dünne Wände, sind das. Es ist nur ein Zelt, es zieht durch, sobald ein bisschen Wind kommt. Aber Plusgrade wird man reinkriegen und das sollte dann auch reichen. Wir gehen mal rein. Viel Raum haben wir geschaffen innerhalb des Daches hier, des Pavillons. Ihr habt eben den Pavillon gesehen, wie ich den aufgebaut habe. Diese Schnellsip-Verfahren sind das. Da gibt es super tolle Pavillons, super günstig. Nehmt nicht das Günstige, achtet darauf, dass ihr was Vernünftiges nehmt. Und achte darauf, dass die Scharniere aus Metall sind. Die Marke, für die ich mich entschieden habe. Vielleicht habt ihr das gesehen, das soll keine bezahlte Werbung sein. Um Gottes Willen, ich habe das alles selber gekauft. Kriegt man auch jedes einzelne Ersatzteil, wenn man was bricht. Und dann hält das. Diese Sommerpavillons aus Baumärkten, lasst es. Das klappt nicht. Wo ich noch nicht ganz fertig bin, ist der Übergang von der Plane zum Wohnwagen selber. Jetzt kann man eine Kedernschiene hier einziehen, aber das wollte ich nicht machen, denn diese Plane will ich auch nicht zerschneiden, vernähen oder sonst irgendwas. Ich brauche sie schlichtweg noch. Wie kriege ich trotzdem einen guten Übergang hin? Ganz einfach. Ich nehme Unterlegscheiben aus Metall, schraube die in gewissen Abständen an den Wohnwagen ran und dann mit Neodym-Magnete, das sind besonders starke Magnete, hefte ich es dann ran und das sollte dann funktionieren. Den Platz, den ich jetzt hier habe, der lässt sich natürlich dann super dafür nutzen, um hier einen Vorhang hinzutun. Dahinter passt dann das kleine Porta-Potti, was man da hinstellen kann. Ich hoffe, dass das nicht einfriert. Schwamm drüber. Wir können einen kleinen Campingschrank hier noch reinstellen, wo man dann seine Kleider oder sowas reintun kann. Auch ein Tisch passt hier rein mit Stühlen. Es ist Platz auch für Freunde da drin. Und dann sollte man auch bei richtig kalten Zeiten hier eine gute Zeit verleben können. Getränk. So, kommen wir langsam zum Ende. Ich glaube, ich habe alles. Aus dem kleinen Projekt, ich baue mir was, ist im Nachhinein immer mehr geworden. Ich habe neue Ideen gehabt, was man dazu bauen kann. Neue Bedürfnisse kamen dazu. Ich möchte unbedingt ein Seitenfenster haben. Ich möchte dies, ich möchte das. Und dann verfrickelt man sich immer weiter. Ein paar Mal habt ihr gehört, war nicht so doll. Ihr erinnert euch da an meinen Tisch. Gut, das wird neu gebaut.
Auch Elektrik vorne in der Kiste, in der Heizungsbox baue ich alles nochmal neu. Ja, wenn man einfach anfängt, ohne sich genau zu überlegen, was man eigentlich will, dann kommt da sowas raus. Naja, das ist halt eben so. Spaß habe ich beim Bauen gehabt, das auf jeden Fall. Wie gesagt, viele, viele YouTube-Videos habe ich mir angeguckt und die haben sehr geholfen. Ohne die wäre ich nicht so weit gekommen. Wacken Winter Nights. Aktuell haben wir März 2021. Wir sind mitten in der Pandemie drin. Wir haben immer noch den Lockdown. Mein Wacken Winter Nights wäre vor knapp 4 Wochen gewesen. Es ist ausgefallen. Wenn wir ehrlich sind, haben wir es alle vorher schon gewusst. Keiner hat wirklich daran geglaubt, dass es stattfindet. Ich habe trotzdem fleißig angefangen zu bauen, zu basteln. Es hat mir Spaß gemacht. Es ist ein für mich schönes Projekt geworden. Für euch selber, wenn ich es kann, könnt ihr das auch. Macht es einfach. Baut, verändert Sachen, macht auch Fehler, ärgert euch nicht darüber. Alles das, was ihr an Videos seht, da war auch nie alles immer perfekt. Die haben auch Schrauben wieder rausgedreht und woanders dann reingesetzt. Naja, Mensch, Kinder, das ist halt eben so. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ich nächstes Jahr nach Wacken Winter Nights fahre, wird es dann ein Video geben, wie es denn war, wie es funktioniert hat, ob mein Mädchen tatsächlich mitgekommen ist, wie wir gefroren haben oder nicht. Das wird sich dann alles rausstellen. Und ich werde euch berichten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt Spaß beim Bauen. Euch eine schöne Zeit. See you in Wacken.